Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen. Hallo, was ist denn hier los? Zu einer weiteren Runde World of Warcraft. Wir haben hier einen kurzen Zwischenstopp in der letzten Runde gemacht, in der letzten Folge gemacht, hier am Lichtschildturm und ein relativ kurzer Aufenthalt. Und für uns heißt es jetzt auf zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Und ja, den müssen wir leider selbst zurücklegen. Perpetis, wir wollten ja nochmal gucken. Wartet mal. Ich mach das nochmal. Kriegsbär. Ich wollte mal generell gucken, Bären. Was für Bären habe ich eigentlich alles? Gepanzerter Braunbär und Kriegsbär. Den nehme ich mal. Ich setze mal da auf. Für die Horde. Das waren noch Zeiten. Doch, den Bär nehme ich mal. Schade, dass es keine Panda-Bären gibt. Dann würde ich komplett... Obwohl, dann würde ich mich ja selbst... Nee, das geht nicht. Ich habe übrigens mit meinem Panda-Twink... ich habe ja so einen Pandarin. Mönch. Und da habe ich auch eben diesen Kriegsbär drauf. Als aktives Mount. Und ich finde, das passt irgendwie ein Bär, der auf einen Bär reitet. Oder eine Bärin, der auf einen Bär reitet. Wenn man jetzt nicht allzu sexuell denkt. Oder so sex... Ja doch. Ne? Dann kann das schon ein recht lustiger Gedanke sein. Ist ein bisschen tapsig, der Bär, oder? Aber ich habe den damals so gefeiert. Als ich mir den verdient habe. Damals konnte man sich ja den noch verdienen. Damals konnte es ja noch irgendwie in die Hauptstädte rein. Heute geht das ja kaum noch. Alter, die Mikropole. Nax Ramas! War doch damals so, ne? Nax Ramas war doch hier? Oder war das hier? War der, ne? Nax Ramas? Finde ich schön. Finde ich süß. So, wir sind an der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts angelangt. Mein Kumpel Gidwin. Ich bin ganz Ohr. Ich kann es... Was? Tarana, du Tölpel, die Kapelle ist 20 Meter entfernt. Gehen wir. Was? Ach so, Tarana ist hier. Ja, ich kann es kaum glauben. Wir stehen so kurz davor, ordentliche Mitglieder des Agentumkreuzzugs zu werden. Wir wären bereits aufgenommen, wenn Tarana nicht so herumtrudeln würde. Wenn er nicht bald aufhört, mit den Einwohnern zu schwatzen, werde ich alleine dorthin gehen. Oder hineingehen. Entschuldigung. Ein Kindheitstraum. Ich wollte mich schon immer den Kreuzzug anschließen. Deshalb bin ich Paladin geworden. Nun komm schon, gehen wir. Okay. Jahrelange Übung und Verbesserung meiner Fertigkeiten. Endlich bin ich bereit. Tarina glaubt ebenfalls, dass er bereit ist, aber da bin ich mir nicht so sicher. Er ist ein Angeber und hat seine Lektion nie ernst genommen. Dennoch, wir haben versprochen, dass wir das hier zusammen machen und hier stehen wir nun. Sollen wir uns die Kapelle begeben? Uns in die Kapelle begeben? Meine Güte, nee. Sprecht mit Lord Maxwell, Thysonis und der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Machen wir doch glatt. Ja, wir haben aber noch einige weitere Quests. Die werden wir jetzt alle abklappern. Hallo? Ihr könnt mich ja begleiten. Wenn das so ist, dann habe ich nichts dagegen. Smokey LaRue. Was geht euch durch den Kopf? Smokey und der Verband. Hey, ihr da. Interesse, leichtes Geld zu verdienen, aber immer doch. Warte. Ich muss an eine Bandage kommen. Also um ehrlich zu sein, habe ich da einen Freund, der an eine Bandage kommen muss. Also um ehrlich zu sein, sagen wir einfach, es ist so kompliziert, aber wenn ihr diese Bandage holt, bekommt ihr Geld. Genau wie ich und mein Freund. Möglicherweise auch andere Leute. Die Mühle im Norden gehörte früher einmal... Was? Stefan Braumann? Ich sag Stefan, okay? Stefan Braumann, aber jetzt ist er tot. Ein Zombie. Der Kerl ganz oben möchte die Wickel von Braumanns Körper... Was ist los? Mögt ihr kein Geld? Besorgt Braumanns Wickel von Stefan Braumann im Braumanns Mühle. Das ist eine sehr... Bäh-Quest. Eine Bäh-Quest. Ich glaube, das trifft es. So, und hier gibt es nochmal zum Abschluss richtig viele Quests. Oder relativ richtig viele Quests. Finde ich ja süß. Rimblatt Erdspalter. Nicht auf leeren Maden. Wir haben Schwierigkeiten, unsere Nahrungsvorräte hier im tiefen Osten aufrechtzuerhalten. In dieser Gegend gibt es nur eine Tierart, die nicht von der Seuche beeinträchtigt wird, und das sind Aaswürmer. Sie schmecken zwar nach nichts, aber das Fleisch dieser Würmer kann über Monate hinweg aufbewahrt werden. Wir benötigen einige 100 Pfund. Bah, Alter, damit wir wieder ausreichend versorgt sind. Ich würde diese Quest nie im Leben annehmen. Man findet Aaswürmer überall in den Pestländern, aber besonders häufig kommen sie südlich der Kapelle vor. Und denkt dran, große Firmen liefern mehr Fleisch.
Sucht in der Umgebung nach Aaslarven und Aasverschlingern, tötet sie und bringt 15 Scheiben Aas vom Fleisch an euch. Ist ja ekelhaft. Bah. Geht aber gut. Mit der Erdenmutter. Aber geht, ich weiß. Geht in Frieden, aber geht. So, wir haben einen Briefkasten. Nein, abgelaufen. Abgelaufen. So, 16 Gold, 16 Gold, 16 Gold, 16 Gold, 6 Gold, 4 Gold, 16 Gold, 1 Gold. Gut, ich würde sagen, wie viel haben wir jetzt? 611 Gold, also hallo, das kann sich sehen lassen. So, ich würde hier gerne einmal kurz... So, dankeschön. So, Agentumsdämmerung. Warum kann ich mit dir reden? Was kann ich für euch tun? Ich habe viel zu tun und zu wenig Zeit, um fertig zu werden, Blutelf. Geht mir aus dem Weg. Kein weiteres Wort. Ja, ich hoffe auch. So, hier haben wir Leonidas Bartholomäus der Geachtete. Allein der Name ist schon episch. Ich bin verlassen. Na, die Bruderschaft des Lichts. Die Bruderschaft des Lichts ist für ihre unbesonnene und gedankenlose Entscheidung bekannt. Sie werden eine Brücke zwischen dem Scharlachroten Kreuzzug und der Agentumdämmerung geschlagen. Was? Sie haben, Entschuldigung. Sie waren unter den Ersten, die sich im Norden in den Kampf warfen, während wir anderen noch zögerten. Deshalb sind sie auch für ihre Ergebnisse bekannt, was denn los? Und das respektiere ich. Jetzt kämpfen sie an zwei Fronten. Eine Schlacht in Stratholme und die andere, viel drängendere, Schlacht im Süden bei Tarisant. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Angela Dos Santos in Tarisant. Vielleicht hat sie Verwendung für euch. Meldet euch bei Erzmagierin Angela Dos Santos in Tarisant in den östlichen Pestländern. Ich glaube, das ist, diese Folge wird auch die letzte sein für diese Session. Hab jetzt auch einiges begrüßt gut aufgenommen. Den Schatten. Alter, begrüßt den Schatten. Ich mag das hier. Lord Maxwell. Ein Kindheitstraum. Willkommen in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Ihr wünscht euch, den Kreuzzug anzuschließen? Na schön. Wir haben ausreichend Aufgaben für neue Rekruten. Aber zunächst ein Test. Agentum ruft, die Prüfung der Gruft. Hinter unserer Kapelle findet ihr eine kleine Gruft. Darin sind die Leichen unserer gefallenen Helden bestattet, die ihr Leben im Krieg gegen die Geißel verloren haben. Ihre Seelen ruhen friedlich, dennoch kehren sie hin und wieder zurück, um neue Mitglieder des Ordens zu prüfen. Ihr drei dürft die Prüfung zusammen absolvieren. Betretet die Gruft und lest dann die Schriftrolle. Lord Raymond Georg oder George, mein Vorgänger, wird den Vorsitz bei eurer Prüfung übernehmen. Betretet die Gruft hinter der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, lest aus der Agentumschriftrolle und schließt die Prüfungen ab. Seid vorsichtig. Ach, guck mal an, fängt an zu regnen. Nee, dann warte ich noch. Ich bleib noch ein bisschen hier drin. Ist das schön. Ah, ist es Nacht? Das soll Nacht sein? Muss ja, die ganzen Sterne. Alter, hör mal auf mit den ganzen Bling-Bling hier. So. So, ich brauche wieder neues Gift. Dann gehen wir mal kurz in die Gruft. Kennt ihr jetzt noch Geschichten aus der Gruft? Okay, das wäre jetzt ein bisschen zu off-topic. Wie lange brauchst du zum Giften? So. Huch. Lord Raymond George. Grüße. Grüße. Die Opfer, die meine Brüder von der Agentumdämmerung erbracht haben, dürfen nie vergessen werden. Sie haben an die Dämmerung geglaubt, aber keiner hat das Licht in dieses Land zurückkehren sehen. Ja, das ist sehr tragisch. Und deswegen werden wir jetzt erstmal die Gruft betreten. Haha, Leute. So, wer seid ihr denn? Was denn nun? Eure Aufwärmphase ist vorüber. Jetzt beginnt die echte Prüfung. Hast du mich gerade angegriffen? Das ist ja ein Elite-Vieh. Ach, guck an. Wie, das war's jetzt? Okay, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Aber ähnlich wie beim letzten Mal, als wir den Kampf in Darrowheim hatten, bin ich mich jetzt nicht am Beklagen unbedingt. Komm, machen wir einfach. Gehen wir auch sofort ab, würde ich sagen, oder? Ist ja nur ein kleiner Test gewesen. Ups. Hallo, Entschuldigung. Was kann ich für euch tun? Denkt daran, dass eure Vorfahren stets über euch wachen. Als Bruder des Agentum-Kreuzzugs werdet ihr Teil einer Familie, die auf eine lange Reise solcher Vorfahren zurückblickt.
Ihre Wachsamkeit und Ihr Schutz werden eure Stärke sein, wenn ihr euch gegen die Geißel stemmt. Meine Glückwünsche, Tarina, Gitwin und Nemesis. Willkommen beim Agentumskreuzzug. Da gibt's natürlich sicherlich neue Quests, richtig? Ah, Agentumruf, das giftige Tal. Braumanns Mühle im Norden wimmelt nur so von Untoten. Das giftige Tal, noch weiter nördlich, ist noch schlimmer befallen. Trotz der Nähe zu unserer Kapelle sind wir nicht in der Lage gewesen, sie zu entfernen. Wachsamkeit ist der Schlüssel. Reist in das giftige Tal und tötet so viele Untote, wie ihr finden könnt, sowie die Kultisten, die sich darunter befinden. Während ihr dort seid, weicht Garginox dem Fleischriesen aus. Was? Doch Fleischriesen aus, der durch das Tal wandelt. Ich vermute, dass ihr nicht stark genug seid, um ihn zu besiegen. Was? Das werden wir aber sehen. Okay, tötet 16 Angehörige der Geißel und 8 Kultisten in Braumanns Mühle und den giftigen und dem giftigen Tal. Achso, okay. Kehrt zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts zurück, wenn Tarina oder Gitwin getötet werden. Was? Ziehe den Ehrenfreund. Die soll nicht getötet werden. Das werde ich zu verhindern wissen. Was kann ich für euch tun? Vergrabene Klingen. Das giftige Tal im Morast, im westlichen und was? Im wörtlichen und übertragenen Sinne. Bin ich jetzt doof? Was lese ich denn da? Vergrabene Klingen. Das giftige Tal ist ein Morast, im wörtlichen und übertragenen Sinne. Mein Gott, es gibt dort oben genügend Angehörige der Geißel, um uns beiden bis an unser Lebensende Schwierigkeiten zu bereiten. Sie können die Schwächeren wieder auferstehen lassen, wenn sie sterben, Nemesis. Sie werden nie aufhören nachzurücken, wenn wir nicht etwas unternehmen. Nehmt diese Klingen und durchstoßt damit die Leichen aller Reitersoldaten der Geißel, deren ihr lebhaft werden könnt. Die Klinge ist einfach, aber ihre Verzauberung wird verhindern, dass die toten Knochen wiederbelebt werden können. Für immer. Stoß lichtberührten Klingen in die Leichen von 10 getöteten Reitersoldaten der Geißel. Auf dann. Auch das werden wir machen. So, hä? Habe ich eine Quest vergessen? Ach, da hinten wohl. Sind die da wieder am Poltern hier im Hausflur? Das Licht sei. Ach, George. Ach, Raymond, komm, ich nenne ihn Raymond. Enttarnung des Knochens. Im Leben kämpften meine Brüder und ich gegen all die Kräfte der Geißel, aber niemand war so schändlich wie die Totenbeschwörer. Es hat ihnen nicht gereicht, unsere toten Kameraden auferstehen zu lassen und sie gegen uns kämpfen zu lassen. Nein, sie erschufen perverse Golems aus Knochen mit Sicheln statt Händen. Diese Enttarnungen töten viele meiner Brüder. Nein, Entartungen, nicht Enttarnungen. Entartungen, Entschuldigung. Diese Entartungen töteten viele meiner Brüder und dennoch konnten sie nicht alle vernichten. Ich bitte euch, Nemesis, die Aufgabe der Gefallenen fortzuführen. Reist in das Ossarium von Scholomanze und vernichtet die großen. Ah, seht ihr? Das ist wiederum hier. Nee, das mache ich nicht. Das ist definitiv jetzt Scholo, also Instanz. Ja? Nicht Scholomanza, wie das letzte Mal, wo ich da halt eine Quest einfach nicht angenommen habe, weil ich einfach zu blöd war zu verstehen, dass es keine Instanzquest war. Das ist tatsächlich eine Instanzquest. Oh. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Doch, da ist alles rot, da kann man alles killen, das mache ich jetzt mal. Hallo. Ich muss. Bumm. Wow, das ging schnell. Ich will nicht langsamer machen. Ach so, das musste ich gar nicht. Ach, guck an, hier. Ah, super. Das ist, So, wo ist der Riese? Ist das der Riese? Ach, der Braumann, guck an. Nee, wir können nicht langsamer machen. So, dankeschön. So, Braumann haben wir. Dann müssen wir den noch killen. Ja, ich weiß, wir sind in einer Leiche, an einer Leiche vorbei. Gehen wir doch gleich wieder zurück. Leute, beruhigt euch. So, dankeschön. Können wir nicht ein bisschen... Das ist zu weit entfernt. Okay, ihr seid ja auch wirklich... Ja, ich merke, ich merke schon, wie, die ganzen Erbstücke. Die hauen doch ganz schön rein. Aber mein lieber Scholli. Und das ohne Verzauberung. Wie gesagt, wenn die nicht so arschteuer wären, Entschuldigung, wenn die nicht so fies teuer wären, hoppala. Oh, Entschuldigung, ich hoffe, das hat jetzt nicht so laut. Das war jetzt nicht so laut. Wenn die Verzauberungen für Waffen nicht so teuer wären, hätte ich mir schon längst eine Verzauberung gegönnt oder zwei.
Also wir haben ja letztes Mal in Under City geguckt. Irgendwie 500, 600 Gold für einmal Kreuzfahrer und Mongo und so weiter. Und das ist dann doch schon eine ganz andere Preiskategorie, die ich mir so vorstelle, ne? So, kommt mal, ja, dann kommt mal her. So, und du auch. Entschuldigung. So. Und auf, ach guck an, hier. Dankeschön. Ich muss näher. Ah, der Riese, da ist der Riese. Oha. Okay, der hat 26, 27.000 Hitpoints fast. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Wisst ihr noch die Hügellande? Und diesen komischen Yeti, der uns da mal weggeboxt hat? Aber ich werde es trotzdem versuchen, ganz klare Sache. Da lasse ich mich nicht lumpen. Da lasse ich mich auch gerne mal. Und ich glaube, der Vorteil ist, jetzt haben wir ja Vanish. Das heißt, wenn es übel aussieht, können wir ja immer noch in Vanish gehen. Und müssen dann nicht unbedingt zwingend sterben. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil, den man sich zunutze machen sollte. So, ich würde sagen, palavern wir nicht, das wollen wir noch in dieser Folge machen. Also ich jedenfalls, was ist das denn hier? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, ach guck an. Voll, Stufe 43, was nicht haben wir noch? Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Wäre jetzt nicht so großartig viel. Wir haben nur Stufe 43 erreicht. So. Der Riese ist da hinten. Ach, guck an. Wir müssen ja noch hier. Und was ist das? Irgendwie hat der Riese ein Problem, oder? Kann das sein? Ich will das noch unbedingt versuchen mit dem Riesen, aber... Huch. Okay, er kommt hier vorbei. Kann man den... Das ist zu weit entfernt. Oh. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Uiuiui. Oh. Okay, ich glaube, Entschuldigung. Okay, ich glaube, der will nicht kämpfen. So, die sind mir jetzt alle egal. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe zu wenig Energie. So. Nicht genug Energie. Ich sollte noch ein bisschen aufpassen. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig. Damm. Ach, guck an. Die liebe Banshee. Gut, dann war das mit dem Riesen jetzt auch irgendwie ein Satz mit X. Aber ist nicht schlimm. Ein Satz mit X ist immer noch gut, solange wir Vanish haben. Das hatten wir ja. Und die beiden Kumpels. Wäre nicht schlecht, wenn wir die noch hätten. Allerdings werde ich jetzt nicht... Was? Was? Okay, was auch immer. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht extra wegen die beiden Kumpels hier jetzt irgendwie zur Kapelle zurückkehren. Das schaffen wir auch im Alleingang. Machen wir noch eben die hier fertig. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Okay. Jetzt haben wir hier. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Warum? Nicht genug Energie. Ich habe Hallo, kannst du mal ein bisschen Energie sterben hier? Nicht ich habe hier voll die Probleme. Habe ich ja eigentlich ich habe gar nicht. Zu wenig Energie. So. Ach man, Kollege. Gut, ich würde sagen, ich muss mich hier verabschieden. Ja, bevor ich jetzt hier weiterkämpfe. So, liebe Leute, vielen lieben Dank. Ich werde mich gleich hier verschanzen. Bis zur nächsten Folge. Ne? War schön mit euch, vielen Dank fürs Reinschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Ciao.